Spiel 2. Hallo, Joko und Klaas. Willkommen in der speziellsten Spezialwerkstatt Berlins. Erstmalig biete ich euch innerhalb eines Joko und Klaas gegen Pro7-Spiels eine Chance auf einschneidende private Veränderungen. Bekanntermaßen seid ihr Zeit eures Lebens mit zwei Handicaps gestraft. Einer sieht so gut wie ein Maulwurf, der andere ist kaum größer als ein Campingbeutel. Frechheit. Das ist eine richtige Frechheit. Heute erhaltet ihr die Gelegenheit, diese natürliche Ungerechtigkeit mit euren Handwerkskünsten auszugleichen. Joko, du musst Klaas Plateauschuhe bauen, die ihn auf deine Körpergröße bringen. Klaas, du musst Joko eine neue Brille bauen. Warum eine neue Brille? Ich hab doch keine so neue. Ja, aber die ist nicht, also die ist nicht cool, oder was? Die, ist nicht die cool. Nehmen wir dir am Ende des Drehs weg. Die nehmt ihr mir weg? Also Joko braucht ja eine Brille. Der braucht die ja. So. Und der hat auch immer Brillen auf und dann kommt er immer mal wieder so mit einer neuen dann an. Da muss man nochmal sagen, cool und so, ne? Aber hinter vorgehaltener Hand wissen alle, es wäre schon gut, wenn irgendwer ihm mal eine richtige Brille macht, die auch cool aussieht. Mögliche Baupläne für Schuhe und Brille sowie genaue Anforderungen, die eure Produkte erfüllen müssen, findet ihr an eurem Arbeitsplatz. Genauso wie sämtliche Materialien. Wenn ihr Hilfe bei den Maschinen braucht, unterstützt euch Feinmechaniker Moritz. Mit eurem Arbeitsergebnis tretet ihr anschließend im Studio an und müsst je eine finale Prüfung bestehen. Erst dann gibt's den Vorteil fürs Finale. Ihr habt 3 Stunden Zeit. Ab jetzt. 3 Stunden für Schuhe. Vom Prototypen bis zum Fertigen, das geht ja gar nicht. So. Schuhe finde ich viel einfacher als eine Brille. Wirklich, ich finde eine Brille viel einfacher. Aber Schuhe ist doch, du musst ja dann da drauf laufen. Und wenn wir dann da drin noch eine Aufgabe bewältigen müssen, heißt es, ich muss damit sehen können. Und du musst damit laufen, rennen können wahrscheinlich. Das ist jetzt nicht einfach, glaube ich, dass du mir ein Holzgestell mit Cola-Brotengläsern da reinbaust. Die Brille muss folgenden Anforderungen entsprechen. Sie braucht 2 Gläser, ein Gestell, das die Gläser selbstständig hält. Und natürlich darf die Brille nicht von Jokos Kopf fallen. Die Schuhe müssen Klaas mindestens 15 cm größer erscheinen lassen. Die Sohle muss gepolstert sein, damit der teure Studioboden nicht zerkratzt. Und natürlich dürfen die Schuhe Klaas nicht vom Fuß fallen. Sag mal, also Dioptrien ist es ja, ne? Da gibt es Minus und Plus. Ja. Was hast du? Ich habe keine Ahnung. Wie, du hast keine Ahnung? Weiß ich nicht. Könnte ich die Gläser aus deiner Brille rausbrechen? Weil dann wärst du ja die richtige. Also die richtigen ich möchte Gläser. Ganz kurz. Ich mag. Ich frag erst. Nein, ich mach das ja nicht einfach. Ich verstehe deinen Wunsch, aber ich bin mir ziemlich. Das ist nicht mein Wunsch, das ist meine Aufgabe, das ist meine Arbeit. Aber auf gar keinen Fall kannst du die Gläser daraus machen. Halt dein Maul, weil das Problem ist. das Problem ist doch, guck mal. Ja. Wenn ich jetzt. Dann müsste ich ja so arbeiten. Und ich muss dir aber noch Schuhe bauen. Ich sehe halt nichts ohne Brille. Ach so, ja, das ist doof. Ja. Guck mal, hier ist ein Augenmodell, daran kann ich mir erstmal schon ein bisschen mich orientieren. Und ich habe Gleitsicht. Also ich bin. Das ist so Opa, dass du hier lesen kannst und da Auto fahren. Genau, ja. Der hat mir nicht gesagt oder will mir irgendwie nicht sagen, wie viel Dioptrien er hat. Als wäre das irgendwie sonst was für ein Geheimnis. So kann ich als Optiker überhaupt nicht arbeiten. Pass auf, wir müssen jetzt einmal einen Sehtest machen. Mhm. Deswegen musste ich mir eine andere Methode überlegen, wie ich rauskriege, wie groß letztendlich seine Eingeschränktheit ist. E F P T O Z. Du sollst die Brille absetzen, Mann. Also. Idiot. Warte. Ja, ja. Also. E, F, P, T, O, Z, L, P, E, D, P, E, C, F, D, D, E, F, P, O, T, C. Das würde aber heißen, das hast du gelesen hier, ne? Ja, aber das heißt, du hast 100% Sehkraft, du brauchst keine Brille. Das ist ja, also da weiß ich nicht, was da los war in dem Moment. Vielleicht war ich so aufgeregt und habe mich so in so einer Prüfungssituation befunden, wo ich auf einmal Superkräfte entwickelt habe. Ich kann es nicht sagen, aber an dem Tag hatte ich anscheinend 100% Sehkraft ohne Brille. Das ist alles Quatsch. Wenn ich so mache, so. Ja, dann mach doch so. Also verstehe nicht, wenn ich... Hallo und herzlich willkommen. Ja, du bist blind aus Faulheit. Jetzt mal unter uns, was wir jetzt rausgekriegt haben, ist, dass der wunderbar sehen kann und eigentlich ein Hochstapler ist. So, jetzt sag mal, was du da siehst. Pro7. Brille ab. Pro7. Ein Hund. Als nächstes kommt Pokal, dann kommt Brandenburger Tor. Der braucht gar keine Brille. Der setzt die auf, weil er ein Mann mit Brille sein will.
Gut, aber was bringt uns das jetzt? Wir brauchen ja eine Lösung. Ja, ich will jetzt herausfinden, ob du die ganze Welt nur anlügst oder ob du wirklich eine Brille brauchst. Ja, da möchte ich mich festlegen. Das muss ein Messfehler gewesen sein. Es kann nicht sein, dass ich 100% Sehkraft habe. Wirklich nicht. Ich weiß nicht, was das alles so bedeutet. Wenn der so gut sehen kann, dann brauche ich mir eigentlich gar keine Mühe geben. Mein erster Ansatz für Jogos Brille war deshalb eigentlich ein ganz pragmatischer. Masse. Das ist nicht dein Ernst. Das sind zwei Aschenbecher. Und bei Aschenbechern kann ich jetzt ziemlich genau sagen. Jetzt hör auf zu labern. Ich finde, er sah nicht anders aus als sonst. Großartig, für mich jetzt. Komm, jetzt machen wir nochmal den Test. Ja. Bei Brillen habe ich ja mittlerweile schon so eine Erfahrung. Ich weiß, wenn ich eine Brille aufsetze, ob die mir steht und ob die mir auch hilft. Ja, das ist ja eine Sehhilfe. Ja. Das heißt ja nicht umsonst so. Aber ich hatte eher das Gefühl, dass eine Sehbehinderung die Klaas mir gebaut hat. Jogo? Ja. Wo zeigst du hin? Ich kann es nicht sehen. Oh Mann, ja. Ich kann es nicht sehen. Was ist das? Ein Brokkoli. Das ist ein Hund. Ein Hund? Das war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, dass das eine Brille ist, die irgendwas von dem, was mein Defizit ist, ausgleichen würde. Vielleicht habe ich es mir da ehrlicherweise ein bisschen einfach gemacht. Und wenn dann der Kunde sagt, er möchte das gerne anders haben und irgendwie kann er gar nicht was sehen, dann habe ich ja meinen Job noch nicht vernünftig gemacht und habe ich mich nochmal hingesetzt und gesagt, okay, nehme ich mich der Sache an. Du brauchst ja eine Gleitsichtbrille. Du brauchst eine für nah und eine für fern. Das hier wird der Teil der Brille, durch den du guckst, wenn du nahe sehen musst. Und diesen Teil werde ich mit einbauen. Der ist für weit weg. Oh, das ist gut. Alles klar, ja, dann lege ich jetzt los. Gut, ich baue dir jetzt Schuhe. Gut. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich schon viele Schuhe in meinem Leben gemacht hätte. Also ich bräuchte tatsächlich einen Abdruck von deinem Fuß. Dann kann ich loslegen. Hm? Ich habe Schuhgröße 45. Kannst du damit arbeiten? Schreibe ich mir mal auf. Du brauchst jetzt wirklich einen Abdruck von meinem Fuß? Naja, guck mal. Ich kann jetzt. Was heißt denn 45? Das heißt ja nicht, dass du 45 cm große Füße hast, oder wohl? Nee, aber ich ziehe sie aus. Ich brauche nur einen Fuß. Ich kenne das von früher im Kindergarten. Da habe ich mir die Hand abgemalt. Und wenn es mit Händen geht, dachte ich mir, muss das ja auch mit Füßen gehen. Oh Mann. Wer hätte gedacht, dass ich irgendwann mal deinen Fuß auf dem Blatt Papier mal. Wir brauchen ein bisschen Spiel noch auf. Ja. Okay. Hab ich. Also, du kannst mir nicht erzählen, dass das in der professionellen Schuhwerkstatt anders gemacht wird. Klaas musste ja 15 cm größer werden. Da sind mir sofort so ein paar Steine ins Auge gefallen. Und ich finde, als Designer macht man ja nur von sich reden, wenn man neue Materialien in eine, sag ich mal, sehr, sehr immer gleiche Welt bringt. Joko? Ja. Wie lange gibt's Menschen? Die ersten waren so Richtung Neandertal da unterwegs, ne? Dann haben die sich doch bestimmt auch sowas wie Schuhe gebaut, ne? Ja. Ist irgendeine Generation oder irgendein unterentwickelter Vormensch auf die Idee gekommen, als Schuhe Steine zu nehmen? In der gesamten Menschheitsgeschichte? Nee, nicht. Nicht aber einmal? Nein, aber die bis heute. In der Unterhaltung merkt man, dass es nie gut ist, am Ende den Konsumenten zu fragen, weil der natürlich kein Interesse daran hat, etwas einfach anzunehmen. Ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Es ist dumm. Weil du siehst, was ich da baue. Nein, Moment. Es ist ein Stein. Pass auf, was ich dir bauen möchte, ist ein Konstrukt, was sicher ist. Die haben sich daraus Äxte gebaut und Häuser. Ja? Aber keine Schuhe. Aber wenn du da drauf laufen kannst, guck mal. Vielleicht hätte ich tatsächlich die Schuhwelt revolutioniert. Guck mal, wie sicher du darauf stehen kannst. Das ist manchmal wirklich ein großes Thema bei Klaas und mir. Ich habe einen genialen Gedanken. Das kann doch nicht wahr sein. Und er schmettert ihn einfach ab mit, nein, das machen wir nicht so. Und ich glaube, wir wären weiter, wenn er mehr auf mich gehört hätte. Schuhe aus Stein, ey. Schuhe aus Schwamm? Besser. Magst du dich da einmal draufstellen mit deinem ganzen Körpergewicht und gucken, wie weit das einsinkt? Ah, sehr weit, okay. Ich dachte, das bleibt vielleicht ein bisschen mehr übrig. Ja, egal. Ich brauche eine große Fläche, auf der Klaas stehen kann. Wenn ich das schmal mache, dann ist es wackelig. Das heißt, ich muss den schon mal wesentlich breiter machen. Jetzt habe ich den Balken hier gefunden, also nur der hier. Der ist 15 hoch, das heißt, der ist schon mal perfekt. Das Brillengestell, ne? Hast du da irgendwelche Vorstellungen davon, wie die Form sein soll? Also wie so Flames hätte ich da gerne. So Flames, okay. Mach dir so Flames.
klar, eine Brille in erster Linie soll die funktionieren und man will was erkennen, aber seien wir ehrlich, ich will natürlich auch, dass er cool ist. Also damit er gut ankommt bei den anderen Kindern. Kaputt? Nö, das ist okay. Hey, jetzt muss ich anderes Holz, also dickeres, ich muss also alles nochmal von vorne machen, weil das zu dünn ist. Sag mal, Joko, hältst du das für eine gute Idee, das zu machen, während ich an so einer laufenden Säge hier stehe? Sorry. Oh Mann, ey, was sind denn das wieder für Scheißschuhe? Was sehe ich das ja erst? Joko, wir haben nur 3 Stunden Zeit. Das ist, als wenn ich mit so einer halben Treppe unterwegs bin. Aber du bist so richtig, genau richtig groß. Ist einfach so ärgerlich, dass Klaas an der Stelle so einen Zwischenschritt beurteilt. Weißt du, die große Vision hat ihn ja gar nicht interessiert. Der hat einfach nur den Moment bewertet und das ist halt nicht fair in so einem Designprozess. Magst du dich nur einmal draufstellen? Joko? Das ist doch kein Schuh, Alter. Das ist ja gar kein Schuh. Das ist einfach nur, das ist ein Holzblock. Wie angepisst du bist. Ich bin nicht angepisst, ich muss das ja dann anziehen. Das sah so scheiße aus, das hat mich richtig traurig gemacht, innerlich. Lars, ich möchte dir die Evolutionsstufe 2 vorstellen. Wir kommen von hier. Guck nicht so traurig. Du guckst schon wieder so traurig. Guck doch gar nicht. Erwarte nicht zu viel von mir. Ich möchte dir einfach nur jetzt die Wahl lassen. Ich finde den Kleinen besser, der ist filigraner. Und ich finde, der ist auch irgendwie... Kein Problem, dann brauche ich dir noch so einen. Der macht mein Bein noch ein bisschen länger. Geil, guck mal. Klar, darüber hängt immer die tickende Uhr, der Zeitdruck. Aber durch sowas entstehen dann ja auch meist die besten Kompromisse. Wie spät ist noch? Ich habe noch eine Dreiviertelstunde. Okay. Bitte? Die Frage ist jetzt, mache ich den Schuh schön, ja, oder mache ich dir den Schuh funktional? Ich mache beides. Bei mir wird es schön und funktional. Ach so, eine Sache habe ich dir noch nicht gesagt. Es ist leider aus Zeitgründen auch bei mir eine Einschränkung notwendig geworden. Das ist eine Brille, die funktioniert nur, wenn man ganz nah rangeht. Das ist leider nicht anders machbar. Man redet dann in der Branche immer von, die Braut muss man schmücken, dass sie jemand dann auch heiratet. So, und ich wusste, der Schuh ist meine Braut in dem Moment und ich muss jetzt die Braut schmücken. Ganz geil, oder? Jetzt der Schuh. Richtig schick geworden. An dem Punkt habe ich einfach alles, was ich jemals im Leben gelernt habe, angewandt und habe da einfach, ich sag mal, ein bisschen kaschiert, was vielleicht optisch nicht ganz so gelungen war. Et voilà. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, aber der erste ist fertig, der zweite geht jetzt viel schneller. Mit ganz wenig, was ganz Großes zu kreieren, das ist meine Stärke. Guck mal. Gut. Es ist so, alle Accessoires und sowas, es geht in so eine größere Richtung. Ne? Alles ist groß und riesig. Und so habe ich jetzt auch die Brille halt so im XXL-Format designt. Das ist eine geile Brille, ey. Guck mal an. Guck mal an. Klar, Zeitdruck hatte ich, aber es heißt ja nicht, dass ich mir nicht Mühe geben darf und dass ich nicht will, dass das schön wird. Also habe ich da noch richtig was gemacht, weil ich will ja nicht, dass er also dümmer aussieht als vorher. Müsst du da eigentlich schneller? Schaut dann, ne? Oh. Die Zeit ist jetzt zu Ende. Ich hoffe sehr, dass sich viele Schuhmarken jetzt bei mir melden und sagen, wie sieht's aus, wollen wir den nicht rausbringen? Das ist eine Frechheit. Macht bitte keine Fotos jetzt hier, Leute. Ja? Ich hab das noch nicht patentiert. Ich weiß nicht, dass mir einer von euch Wichsern hier meine Idee klaut. Das ist keine Evolution im Schuhdesign, das ist eine Revolution, die ich dabei geführt habe. Guck mal, wie groß ich bin. Ich muss wirklich sagen, ich war richtig zufrieden. So, also das ist deine Brille. Mhm. Aber wie findest du die Brille? Voll heiß. Das ist eine Brille, die ist unverwechselbar. Mit der kann man sehr gut sehen. Die ist in der Herstellung nachhaltig und günstig. Ich finde so handwerkliche Aufgaben, wenn man uns die gibt, dann denken die sich alle vor in der Redaktion, kriegen die niemals hin und die bei ProSieben sowieso. Und dann machen wir sowas Geiles. Und dann machen wir sowas Geiles und alle denken sich so, wo nehmen die das her? So, ich kann nicht mehr folgen, ich bin high von dem Benzin. Es gibt wenige Sachen, die ich jetzt so 15 Jahre ProSieben, wo ich zurückblicke und sage, da bin ich stolz drauf, aber der Schuh, ja, da würde ich alle Preise, die ich zu Hause stehen habe, würde ich in den Müll schmeißen, wenn der Schuh da stehen könnte.
Dankeschön. Gut, ne? Liebes Publikum, vielen Dank. Vielen herzlichen Dank für diesen ehrlichen Applaus. Das sind also eure Werke. Ich bin sprachlos. Ich weiß jetzt nicht, ob vor Staunen oder Fassungslosigkeit. Also, wir haben ein paar Schuhe, supergeil designt. Und wir haben eine hübsche Brille mit Flammen. Ich würde sagen, in so einer Brille wurde Dame Edna beerdigt. Ja, stimmt. Ihr habt es ja eben gerade gehört. Es ging ja nicht nur um das Bauen, sondern es geht jetzt auch darum, dass ihr diese Utensilien einsetzt. Auch hier gilt wieder, denkt dran, jeder Fail kostet euch einen Versuch. Oh Gott. Und zwar geht es darum, einen Basketball zu passen und dann im Korb zu versenken. Aha. Genau. Den Korb seht ihr da. Klar, du bist der Passempfänger auf deinen wunderschönen Plateauschuhen. Der Blinde und der Lahme, ne? Und dann darfst du entweder, hör ganz genau zu, Klaas, den Ball direkt aus dem Stand mit den Plateauschuhen danken. Oder du dribbelst den und machst einen Korbleger oder du wirfst ihn von da, wo du ihn gefangen hast, direkt nach Original-Basketballregeln? Nach Original-Basketballregeln. Joko, du wirst der Passgeber sein, natürlich mit dieser großartigen Brille. Und deine Position befindet sich dort hinten auf der weiß markierten Stelle, ein bisschen schwieriger einzusehen. Warte mal kurz. Das heißt, hör ganz kurz zu. Du darfst den Pass nur aus der gekennzeichneten weißen Zone werfen. Nicht raustreten, das ist ein Fehlversuch. Klaas, du darfst den Basketball nur in dieser markierten Zone fangen. Hä? How? Ich von da hinten, dahin. Ja, aber du hast ja eine neue Brille, du kannst die Dinge durchgucken. Aber Moment, ich möchte auf ein pikantes Detail hinweisen. Das schafft er ja nicht mal mit seiner normalen Brille. A, das und B, ist hier ein Riesenbau im Weg. Ich kann von diesem Punkt das da gar nicht sehen. Ihr könnt ja miteinander reden. Weil du siehst mich ja auch nicht, wenn ich da stehe, oder? Setz doch die Brille auf, dann sieht die Welt schon ganz anders aus. Nein, das ist ja Quatsch. Ich brauche die Brille nicht mal. Das ist jetzt einfach das Handy. Lass die Schuhe anziehen. Also kannst du auch anlassen. Okay. Nee, du hast vollkommen recht. Jetzt ist viel besser. Okay, guck mich mal an. Joko. Du hast das nicht gut auf die Augen. Das ist so, pass auf, Moment. Das ist, wenn ich so ein Side-Eye mache. Ja. Dann ist, wenn ich da links, jetzt, wenn ich Eike da links sehen will, dann ist gut, dann bist du jetzt krass verkrüllt. Wenn du jetzt, Joko. Gib mir die Brille mal, gib mir die andere Brille. Joko, wenn du jetzt in so einer U-Bahn stehst, weißt du, und neben dir ist so einer, der so ein bisschen auffällig ist, dann kannst du so rüber gucken. Ja. Ey. 47, wie viel haben wir? Ich glaube, die teuer zu machen, ist die letzte Rettung für die. Ich sehe gar nichts mit dem Ding. Bei allem Spaß, Joko und Klaas, ihr habt es verstanden. Du wirfst und darfst den Kreis nicht verlassen, du fängst und darfst das Rechteck nicht verlassen, musst allerdings den Korb werfen. Das heißt, Joko, du wirfst, Klaas fängt, dann ist das noch kein gelungener Versuch, sondern du musst erstmal den Korb treffen. Ja, ist logisch. Okay. Joko, gut. Wirf. Kann er nicht hier raus? Nee. Redet, ihr dürft miteinander reden, ne? Also vielleicht sagst Joko, du ihm, das war nicht schlecht, ein bisschen weiter, dein links. Aber nur so 3 Meter im Endergebnis. Ich weiß aber nicht, was kannst, das kannst du vielleicht noch das kleine Eckchen nach hinten gehen? Mhm. Da so in das äußerste Eckchen, dass ich dich so ein bisschen erahnen kann. Hallo. Oh. Das war nicht schlecht, aber halt einfach nochmal. Klassischer Winterscheid halt. Oh, ja, okay. Yes!
haben, bitte. Viel besser. Oh, also das war richtig gut. Ja, ne? Basketball wird dein Sport. Wir gucken uns das nochmal an. Boah. Es gibt ja keine klassische Übersichtsgrafik mit Vorteilen, die ihr euch erkämpfen könnt, sondern mit Fehlversuchen. Da sehen wir es im ersten Spiel 6, im zweiten nur 2. Das bedeutet, ihr habt insgesamt noch 42 für die verbleibenden 4 Spiele plus Finale.